So, und freue mich auf deinen Vortrag und über die Einsichten in deine Projekte und halt vor allen Dingen über dein Wissen. Und vielleicht kannst du uns auch ein bisschen helfen, was wir im Schlachthof besser machen können. Vielen Dank, Marcel. Ich werde mich auch ausschalten und wir sehen uns dann nach deinem Vortrag alle live wieder. Okay, dann blicke ich ins Nichts, beziehungsweise meinen Bildschirm. Aber das kennt Genau. man ja diese Tage. Keine Rückmeldung, ob das Publikum schon schläft oder nicht. Also ich freue mich, hier zu sein, ein bisschen was zu erzählen von meinen Arbeiten und auch anderen Arbeiten, die es so gibt zu dem Thema. Das Thema Bauphysik, thermische Behaglichkeit, was kann ich gegen Überhitzung baulich tun? Peter Zeiler hatte mich ja schon vorgestellt, Marcel Schweiger, ich war bis Ende März war ich in Karlsruhe am Lehrstuhl Bauphysik technischer Ausbau, habe dort bis letztes Jahr auch noch viel in der Lehre tätig gewesen, viele Forschungsarbeiten, von denen ich auch ein bisschen was vorstelle, in der Westhochschule unternommen zum Thema thermische Behaglichkeit und Nutzerverhalten in Gebäuden und bin jetzt seit April diesen Jahres hier in Aachen am Universitätsklinikum. Etwas ungewöhnlich für einen Architekten, was ich mal studiert habe. Aber wenn man den Lehrstuhl, den ich hier aufbauen darf, den Namen hört, nämlich gesunde Lebensbereiche, Lebenswelten, dann macht das schon mehr Sinn. Also es soll eine Brücke schließen zwischen dem, was die Mediziner wissen über die Einflüsse von den Gebäuden auf den Menschen und auch auf Krankheiten, die in Gebäuden entstehen, und dem, was wir Ingenieure und Architekten über die Planung von Gebäuden wissen. Und wie wir das in Zukunft besser machen können. Genau. Ich habe drei Punkte vorbereitet, zu denen ich was sagen möchte. Zum einen erstmal, was heißt Überhitzung? Wenn wir von Überhitzung sprechen, sprechen wir überhaupt von Überhitzung im Schlachthof oder eher von Behaglichkeit? Das sind Punkte, die wir uns vielleicht dann angucken können. Dann die Frage, wie reduziere ich die Überhitzung und weitere Denkanstöße von meiner Seite einfach für die weitere Planung, was man vielleicht mit dem Schlachthof noch machen kann. Das Ganze wird ein ziemlich schneller Ritt werden durch verschiedenste Folien. Ich glaube, über das Thema könnte man mehrere Vorlesungen, wenn nicht eine ganze Vorlesungsreise erzählen. Deshalb ist das, der Vortrag soll eher dazu dienen, einen groben Überblick zu geben, als jetzt wirklich tief einzusteigen in verschiedene Punkte. Da bin ich gerne bereit, auch entweder in den Nachfragen oder auch, wenn es noch konkretere Fragen gibt, per E-Mail im Nachgang noch näher auf verschiedene Punkte einzugehen. Ich weiß nicht, wie ihr das handhabt mit Unterbrechungen oder so. Den Chat sehe ich jetzt nicht. Das heißt, da kann ich gerade nicht drauf reagieren. Aber Peter, wenn du den Chat im Blick behältst, könnte ich auch noch oder könntest du mich unterbrechen und ich könnte auch direkt auf Rückfragen entsprechend eingehen. Also wir hatten es bis jetzt immer so gemacht, dass wir die Fragen mehr oder weniger während des Vortrags sammeln im Chat und dann danach eventuell dann sagen. Ich habe im Blick, bis jetzt kam auch noch nichts. Also von daher passt es. Danke, Sehr gut. Marcel. Hatte Ich ich hoffe auch, vergessen, dass genau. bisher noch alles klar war. Ja. Gut, steigen wir ein. Also, was heißt Überhitzung, wenn wir von diesem Thema reden? Hier gehe ich so ein bisschen ein auf das Thema Überhitzung, Behaglichkeit und auch den menschlichen Körper, weil das zumindest aus meiner Sicht eine wichtige Grundlage ist, um eigentlich auch zu verstehen, was man denn dagegen machen kann. Sei es gegen Überhitzung oder sei es gegen Unbehaglichkeit im Gebäude. Ich habe hier eine Definition herausgesucht. Die man im Internet so frei verfügbar findet, die besagt, dass es zu einer Überhitzung oder einem Hitzschlag kommt, wenn die körpereigene Temperaturregelung nach einem längeren Aufenthalt in einer warmen Umgebung nicht mehr funktioniert. Das heißt, wir reden bei Überhitzung klar von einem Effekt auf den menschlichen Körper und auch keinen sehr positiven Effekt auf den menschlichen Körper. Weiter wird hier gesagt, dass als Ursache ein Aufenthalt in Umgebungen mit Temperaturen, die über der Körpertemperatur liegen, zu einem Hitzschlag führen kann und dass bei Temperaturen über 33 Grad sich diese Gefahr beträchtlich erhöht. Wenn wir uns ein bisschen angucken, was war so in den letzten Jahren, und ich denke, das wird uns in den nächsten Jahren auch weiter verfolgen und vielleicht war das auch schon Thema jetzt im Rahmen dieses Faches, hier ein
kurzer Auszug aus Ergebnissen zum Thema Hitzerekord in Deutschland. Im letzten Jahr 2 neue Rekorde aufgestellt an 2 Tagen hintereinander. Einmal die 40,5 Grad in Kallenkirchen und am Folgetag die 42,6 Grad in Lingen. Sind diese beiden Temperaturen schon deutlich über der Körperkerntemperatur, die wir, denke ich, alle kennen vom Fiebermessen, die ungefähr bei 36,8, 37 Grad liegt. Das heißt, hier besteht auf jeden Fall eine Gefahr der Überhitzung. Gleichzeitig ist die Frage, ob diese Temperaturangabe, sind ja jetzt nicht alle, haben nicht alle Leute in Lingen und Gallenkirchen direkt einen Hitzschlag bekommen, die in diesem Moment auch draußen waren. Ich habe hier noch ein Bild mitgebracht. Ich weiß nicht, Peter, du hattest mich ursprünglich mal angefragt, dass ihr auch Wärmebildkameras Aufnahmen machen wollt, ob ihr das jetzt inzwischen gemacht hattet. Ansonsten, genau, ist das hier mal ein Bild einer Aufnahme, die ich in Tokio gemacht habe an einem Sommertag. Es waren circa 27 Grad im Außenraum Lufttemperatur, also eigentlich noch nichts, was zu einem Hitzschlag führen könnte. Und wie diese Bilder so aufgebaut sind, das, was Richtung blauen Bereich kommt, ist kühler und das, was im roten Bereich kommt, ist dann wärmer. Das kann sich jeder mal überlegen. Die Skala fehlt hier jetzt leider auf diesem Bild. Was ist auf diesem Bild an einem Sommertag 27 Grad Temperatur? Was für Temperaturen stecken hinter blau und hinter rot? Ich kann gerne mal Zahlen ins Forum tippen oder sich einfach aufschreiben. Ich bin mal 10 Sekunden ruhig, kann sich jeder überlegen, was ist blau, was ist rot. Hier auf dieser Dachterrasse, die einen Biergarten darstellen soll, wo man möglichst auch sich aufhält. Ich bin dann gespannt, wenn ich später den Chat auch sehe, was da so für Zahlen stehen. Genau, um es aufzulösen, man sieht hier, das ist jenseits der 27 Grad, also diese hellblauen Flächen, die wir haben, die liegen noch bei knapp 30 Grad und die roten Flächen, die liegen doch bei deutlich über 50 Grad. Also Temperaturbereiche, bei denen ich mich nicht mehr in diesem Biergarten aufhalten möchte, auch wenn das Bier vielleicht schön kühl ist, es wird nicht helfen. Und hinzugesagt sei noch, dass diese hellblauen Flächen von verspiegelten Tischen stammen. Also hier messen wir eher die Temperatur des sich reflektierenden Himmels als die Temperatur von dieser Tischplatte, die auch eher keine Temperatur hat, die wir anfassen möchten. Also Temperatur der Luft ist nicht das Einzige, sondern ein erster Hinweis sehen wir hier, dass auch die Temperatur von den Oberflächen eine entscheidende Rolle spielt. Gehen wir von der Überhitzung ein bisschen weg, die wir auf jeden Fall vermeiden sollten, ist die Frage auch, egal ob im Außenraum oder Innenraum, ist es ein Ort, an dem ich mich aufhalten möchte. Wie gerade der Biergarten, da laufe ich nicht nur Gefahr zu überhitzen, sondern da möchte ich mich auch einfach nicht aufhalten, weil es einfach viel zu warm ist und ich habe die Bedienung bedauert, die da irgendwo am Rande stehen mussten und warten, obwohl keiner kommt und sich da aufhält bei diesem Biergarten. Behaglichkeit ist deutlich schwieriger zu definieren als Überhitzung. Überhitzung ist ein klares Signal, der Körper bekommt einen Hitzeschlag. Behaglichkeit ist, wie hier in einer Definition der ASHRAE, der amerikanischen Gesellschaft für Heizung, Kühlung und Energie, ist ein Zustand des Geistes, der ausdrückt, dass ich zufrieden bin, zum Beispiel hier mit der thermischen Umgebung. Aber man kann sich schon denken, wenn es um einen Zustand des Geistes geht, dass da sehr viele mehr Faktoren eine Rolle spielen, als jetzt nur die Temperatur, sei es der Luft oder auch der Oberfläche. Nicht verwunderlich gibt es in dem Bereich auch seit einigen Jahren, seit über 100 Jahren Forschung. Und ich muss gestehen, auch wenn ich selber in dem Bereich forsche, man kann es immer noch nicht genau vorhersagen, wann sich ein Mensch jetzt ein Individuum behaglich fühlt. Schauen wir uns kurz die Hintergründe an, Temperaturregelung des Menschen. Was führt dazu, dass wir überhaupt in diesen Umgebungsbedingungen uns aufhalten können? Weil wir ja unseren Körper bei ca. 37 Grad halten müssen und
jeder kennt es problemlos, sowohl im Winter im Außenbereich als auch im Sommer im Außenbereich Temperaturspannen von 2 Grad Minusgraden Außenbereich bis, wie gesagt, über 40 Grad aushalten kann. Was macht unser Körper? Unser Körper produziert Wärme durch das Essen, was wir uns zu uns nehmen, durch die Wärmeproduktion der Muskeln. Und diese Wärme müssen wir abgeben, damit sich unser Körper nicht überhitzt. Dafür gibt es verschiedene Mechanismen. Hier auf der rechten Seite ist dargestellt, zum einen gibt es die Wärmerezeptoren, die haben wir in unserer Hand, die haben wir aber auch im Körper, die ständig ein Signal geben zu unserem Wärmezentrum im Kopf und unserem Körper mit Informationen versorgen, welcher Zustand denn gerade vorhanden ist, ob wir schon Gefahr laufen, dass uns zu warm wird oder ob uns zu kalt wird. Wenn uns zu kalt wird, hier nur am Rande gesagt, weil das Thema jetzt eher die Überhitzung, die Wärme ist im Sommer, dann hat der Körper die Möglichkeit, über Muskelzittern noch weitere Wärme hinzuzufügen. Ansonsten kühlt der Körper aus. Wenn uns zu warm wird, auch das kennen die meisten von uns, denke ich, wenn nicht alle, dann fangen wir an zu schwitzen und über die Verdunstungskühle kann unser Körper uns weiter Wärme abgeben und noch länger die entsprechenden Bedingungen erhalten. Was hier auch noch steht, das Transportmedium Blut, ist ein recht spannender Effekt. Jeder kennt die kalten Finger, die kalten Füße im Winter, sei es an sich selbst oder von einem Partner, von der Partnerin. Das liegt daran, dass der Körper durch die Regelung des Blutflusses zu den Extremitäten regelt, wie viel Wärme wir an die Umgebung abgeben. Hier links dargestellt, ein Beispiel an einem kalten Wintertag. Man sieht, dass der Körper möglichst viel Blut im Körperkern behält und die Extremitäten wie Hände und Füße ein bisschen weniger mit Blut versorgt. Die kühlen ab und dadurch haben wir weniger Wärmeabgabe an die Umgebung über unsere Hände und Füße. Im Sommer auf der rechten Seite dargestellt, sieht das anders aus. Dort wird das Blut großflächiger verteilt über den Körper, sodass auch unsere Extremitäten mit deutlich mehr Blut versorgt werden und dann auch dazu beitragen, dass wir Wärme verlieren. Hier dargestellt ist, dass wir sowohl über drei verschiedene Mechanismen Wärme abgeben, was auch nachher wichtig ist, um zu wissen, wie können wir denn eine Überhitzung verhindern. Und zwar, wenn wir einfach mal unten anfangen in der Grafik, ist das erste durch Konvektion, das ist die Wärmeabgabe an die Luft. Das heißt, wenn die Umgebungstemperaturen zum Beispiel hier 20 Grad haben, geben wir knapp 40 Watt ab über unsere Haut, durch die Kleidung hindurch an die Umgebung. Der zweite wichtige Baustein ist über die Strahlung. Auch hier bei 20 Grad weitere 40 bis 50 Watt, die wir abgeben, wo unser Körper, unsere Oberfläche mit den entsprechenden Umgebungsflächen im Strahlungsaustausch steht und wir auch, wenn diese Oberflächen recht weit weg sind, bis zum Himmel, wenn der über uns ist, wir in einem Strahlungsaustausch stehen und entsprechend entweder Wärme abgeben oder auch, wenn die entsprechenden Oberflächen wärmer sind als unsere Körperoberflächen, auch Wärme aufnehmen. Und der dritte Punkt, der, wie man hier sieht, insbesondere bei höheren Temperaturen relevant sind, ist die Wärmeabgabe durch Verdunstung. Bei diesen 20 Grad, die ich genannt hatte, sind das noch 20 bis 30 Watt, die wir abgeben. Wenn wir bei Temperaturen über 30 Grad sind, ist fast die vollständige Wärmeabgabe, die wir haben, über Verdunstung, weil bei den Temperaturen keine Abgabe mehr über Strahlung oder Konvektion möglich ist. Genau, das nur ganz kurz aus dem Innenbereich. Vielleicht kennst du ein oder andere noch von den Folien von Herrn Wagner. Hier dargestellt ein Zusammenhang, wie behaglich wir uns fühlen, abhängig von der Lufttemperatur und der Oberflächentemperatur. Zwei wichtige Faktoren, die sagen, dass ja, wenn zum Beispiel unsere Lufttemperatur auch bei 24 Grad liegt, und das schon leicht unbehaglich wird, können wir über
niedrigere Oberflächentemperaturen über niedrige Strahlung dann wieder auch wieder für Behaglichkeit sorgen. Im Innenbereich gibt es Anforderungen, die man einhalten muss und die auf diesem Prinzip des Wärmehaushalts des Menschen basieren. Hier links dargestellt sind noch ein paar mehr Faktoren, die diesen Wärmehaushalt mit beeinflussen. Und zwar einmal die ganz oben, wenn wir von oben anfangen und rechts rumgehen, die Luftgeschwindigkeit, die wir schon hatten, dann die Strahlungstemperatur. Was auch entscheidend ist, ist unser Bekleidungsgrad. Etwas, was wir als Planer nicht vorgeben können, aber womit wir vielleicht rechnen können oder zumindest auch vielleicht die Leute motivieren können, damit mehr zu spielen und nicht im Hochsommer im Anzug Krawatte durch unsere Gebäude oder auch durch den Außenraum zu laufen. Metabolismus ist unsere Aktivität. Auch das können wir nicht beeinflussen. Das wird von unserem Körper beeinflusst, teilweise unbewusst. Im Sommer sind wir doch eher entspannt und liegen dann auch eher ruhig auf der Matratze oder auf dem Sofa, während wir im Winter dann aktiver rumgehen würden. Dann die Luftfeuchtigkeit und die Luftgeschwindigkeit. Und die Luftgeschwindigkeit auch ein sehr wichtiger Aspekt, um im Sommer noch Temperaturen, höhere Lufttemperaturen auch behaglicher zu machen. Wobei wir da aufpassen müssen, ab einer bestimmten Kombination von Temperatur und Luftgeschwindigkeit ist wieder die Gefahr, dass unser Körper dehydriert, dass wir zu viel Feuchtigkeit verlieren. Ganz passend trinkt Peter gerade, um das zu vermeiden. Dieses beginnt ungefähr ab 33 bis 35 Grad, dass wir, dass es uns zwar behaglich wird, dass wir aber dafür sorgen müssen, dass wir genügend trinken. Schaut man sich das an in den Normen, sieht man, dass hier zum Beispiel in den zwei Spalten unterschieden wird zwischen dem Bekleidungsgrad, das verbirgt sich hier hinter diesem Wert CLO. CLO ist der Clothing Insulation Level von 1 im Winter und 0,5 im Sommer. Und in den Zeilen unterschieden wird zwischen der Aktivität, zum Beispiel hier in der ersten Zeilengruppe mit 1,2 mit, also eine sitzende Aktivität, und in der zweiten Zeilenkombination von 1,6 mit, also einer stehenden Kombination, wo hier zumindest im Winter, wo Werte angegeben sind, auch deutlich wird, dass wir deutlich geringere Temperaturen auch benötigen im Winter aufgrund unserer Aktivität. Aber auch wenn das so in der Norm enthalten ist, es gibt natürlich noch viele weitere Einflussfaktoren auf unsere Behaglichkeit und auch wie unser Körper mit Temperaturen umgeht. Die sechs Faktoren, die wir bisher hatten, sind zumindest in dieser Grafik von 1975 als die primären Faktoren bezeichnet, in Gelb dargestellt. Aber je nachdem, in welcher physiologischen, körperlichen Verfassung wir sind, Geschlecht, Lebensalter, ethischer Einfluss, Nahrungsaufnahme, Tages-Jahres-Rhythmus, viele weitere Faktoren, die einen Einfluss darauf haben, welche Bedingungen wir konkret als behaglich empfinden. Und ein Punkt, der hier nur so als ein einzelnes Tortenstück vorhanden ist, in dem in recht letzten 10 Jahren sehr viel Forschung stattgefunden hat, ist die Adaptation, die sagt, dass wir uns sowohl physiologisch als auch verhaltenstechnisch und psychologisch an wärmere Bedingungen anpassen. Verhaltenstechnisch hatten wir schon. Wir passen uns in der Regel mit unserem Bekleidungsgrad an. Das heißt, im Sommer ziehen wir uns anders an als im Winter. Physiologisch kann man recht gut an sich selber feststellen, wenn man zum Beispiel in Urlaub irgendwo in ein tropisches Land fährt, der erste Tag und der zweite Tag, insbesondere die Nächte, sind schrecklich, sehr ungemütlich, feucht warm, man schwitzt nur, kann kaum schlafen, dann folgen die körperlichen Anpassungen und nach 3-4 Tagen hat man das Gefühl, das Wetter ist kühler geworden, aber im Prinzip ist es immer noch gleich, nur der Körper hat sich entsprechend angepasst. Ein Beispiel hierfür von einer Studie, die wir durchgeführt haben, das war eine Fragenbogenstudie mit 90 Wissenschaftlern weltweit, wo wir dieselben Fragen in 20 verschiedenen Sprachen gestellt haben. Hier dargestellt auch die Verteilung der Leute, die in Blau diese Quadrate, gedrehten Quadrate, die teilgenommen haben, in Rot die Orte, wo wir diesen Fragebogen angewendet haben.
Und wir haben eine ganz einfache Frage eigentlich nur gestellt, welche Bedingungen die Personen noch als akzeptabel finden. Ob sie jetzt kühl oder etwas warm noch als akzeptabel empfinden würden. Und das Ganze haben wir dann statistisch ausgewertet und hier gibt es von 6 Gruppen, das andere wäre jetzt unübersichtlich geworden auf der Folie, nur 2-mal herausgezogen. Einmal die Gruppe 2 links dargestellt, wo diese 1500 Personen von den 8000 eher der Meinung sind, dass etwas kühl doch sehr akzeptabel ist und alles andere dann immer mehr Richtung nicht akzeptabel geht. Auf der anderen Seite eine Gruppe, bei der sagen, etwas warm ist für uns am meisten akzeptabel und alles andere, insbesondere dann im kühlen Bereich, ist nicht so wirklich was, was wir mögen. Was sind die Unterschiede zwischen den Gruppen? Es gibt keine klare Trennung, um das auch so zu sagen. Es gibt sehr viele individuelle Unterschiede in den Präferenzen. Aber wir konnten Tendenzen finden, dass in der linken Gruppe, die etwas kühl als besonders akzeptabel finden, eher Personen sind aus tropischen Ländern, aus wärmeren Bereichen, die Wärme gewöhnt sind und deshalb lieber etwas kühl haben möchten, während zum Beispiel wir Nordeuropäer im Winter es doch lieber etwas warm haben möchten. Also hier sieht man zum einen klimatische als auch saisonale Unterschiede, die einen Einfluss darauf haben, was wir jetzt genau als Umgebungsbedingungen als akzeptabel empfinden. Dieses ganze Thema Adaptation findet sich inzwischen auch wieder in entsprechenden Normungen. Hier dargestellt aus der 15251, auch eine klassische Folie, die in den Bachelorkursen am FPTA häufig gezeigt wird, auch häufig dann schnell wieder vergessen wird, weil sie nur einmal vorkommt, nämlich, dass inzwischen auch in der Normung bekannt ist, dass unser Temperaturempfinden abhängig ist von den Außentemperaturen, dass wir uns anpassen. Hier dargestellt unten auf der X-Achse, der horizontalen Achse, ein Wert für die Außentemperatur. Man sieht, dass je höher dieser Wert wird, auf der Y-Achse die operative Temperatur, also die Innenraumtemperatur, die als behaglich empfunden wird, die Bereiche auch entsprechend ansteigen durch die verschiedenen Prozesse, die ich schon kurz angerissen hatte. Zu diesem Thema könnte ich jetzt noch sehr, sehr lange ausführen, weil das nämlich genau das Thema ist, was wir am FPTA erforschen, auch weiter erforscht, auch wenn ich jetzt nicht mehr dabei bin und ich jetzt hier auch in Aachen weiterführen werde. Beispielhaft hier nur das Bild von unserem Teststand an der Westhochschule. Vielleicht kennst du der ein oder andere, der sogenannte Lobster, an dem wir sehr viele Probandenstudien durchgeführt haben, wo jeweils Studierende oder auch Nichtstudierende hier in diesem Büro Platz genommen haben und von uns verschiedenen Temperaturen und verschiedenen Szenarien ausgesetzt wurden. Und ein Ergebnis, auf das ich jetzt nur kurz anreißen möchte, ist, dass wir auf Basis unserer Studien auch ein erweitertes Modell entwickelt haben, mit dem wir diese einzelnen Prozesse, Verhaltensadaptation, physiologische Adaptation und psychologische Adaptation individuell berechnen können. Und hier nur als Beispiel, das, was jetzt hier mit diesen E-Pfeilen zu sehen ist, es gibt jeweils links und rechts einen E-Pfeil, der diese Kurve um circa 1 Grad nach unten verschiebt. Also das heißt, dass wir im Sommer einen Raum 1 Grad kühler haben müssen. Das ist der Unterschied, den wir gesehen haben in einer Studie zwischen einem Ein-Personen-Büro und einem 4-Personen-Büro. Es war alles andere gleich, die Leute hatten genau die gleichen Bedingungen. Aber wenn mehr Leute im Büro sind, ist unser Plädoyer immer gegen Großraumbüros für Einzelzellenbüros, sind die Personen unzufriedener und müssen wir zum Beispiel im Sommer auch mehr kühlen, um die gleiche Zufriedenheit zu erlangen. So viel ein schneller Überblick, was alles auf die Behaglichkeit für einen Einfluss hat. Es ist die Frage, wie reduziere ich denn die Überhitzung? Was gibt es da für Ansätze? Zuerst einmal, auch hier eine kleine Wiederholung aus den Kursen von Professor Wagner, müssen wir uns ansehen, wodurch entsteht eigentlich eine Kühllast, entsprechend, wenn wir sie nicht abführen, Wärme im Gebäude. Vieles davon auch gültig für den Außenraum vom
Gebäude. Also ganz klar, wir fangen an mit der Solareinstrahlung, die im Außenraum per se vorhanden ist, im Innenraum durch die Fenster in unser Gebäude dringt. Dann haben wir die Transmissionswärmegewinne, wenn es außen wärmer ist als im Gebäude, also alles die Wärme, die durch die Gebäudeteile hindurchkommt. Wir bekommen Wärme ins Gebäude, wenn wir das Fenster aufmachen. Wir bekommen Wärme ins Gebäude durch die Personen und die Geräte, die wir im Gebäude haben. Also alles Punkte, wo wir angreifen könnten, um die entsprechenden Wärmeeintrag und die Überhitzung eines Gebäudes zu verringern. Eine Lösung, eine schnelle Lösung wäre die aktive Kühlung. Aber ich hoffe, dass wir uns alle einig sind, dass das kein Bild ist, was wir sehen möchten, dass jeder sich sein Splitgerät an die Fassade hängt und mit sehr hohem Energieaufwand versucht, seinen Raum entsprechend zu kühlen und hier die Abwärme von den Geräten in Außenraum nur noch wärmer macht als vorher. Also ist die Frage danach, wie können wir über passive Methoden versuchen, das Ganze zu fördern. Und da gibt es drei klare Prinzipien der passiven Kühlung, die aus meiner Meinung nach auch nicht nur für den Innenraum gelten, sondern auch für den Außenraum gelten. Es fängt links an, die Wärmezufuhr zu vermeiden, also zu versuchen, Solareinstrahlung und weitere Einträge ins Gebäude oder auch Erwärmung des Außenraumes zu vermeiden. Was man schlecht vermeiden kann, ist in der Regel die Personen im Raum, weil wir dafür unsere Gebäude oder auch den Außenraum planen. Das ist etwas, was wir einfach als gegeben annehmen müssen. Zweiter wichtiger Punkt ist die Wärme, die wir nicht vermeiden können, die ins Gebäude kommt, dass wir versuchen, die zumindest so lange zu speichern, wie wir uns an diesen Orten aufhalten. Da ist jetzt ein großer Unterschied, ob wir jetzt von einem Bürogebäude sprechen oder von einem Wohngebäude. Im Bürogebäude die Wärme über den Tag zu speichern und dann nachts wieder in den Raum abgeben zu lassen, weil keiner mehr im Bürogebäude ist, außer vielleicht ein paar Architekten, die noch eine Deadline haben, die dann vielleicht aber auch heutzutage ins Homeoffice gehen. Im Wohngebäude allerdings macht es wenig Sinn, tagsüber die Wärme zu speichern und nachts abzugeben, weil wir ja nachts in diesen Gebäuden schlafen wollen und das in möglichst kühlen Gebäuden. Also hier hängt es davon ab, wie wir das Gebäude nutzen, wie wir mit der Speicherung umgehen. Und der dritte Punkt ist, alles das, was wir nicht vermeiden konnten, ins Gebäude zu kommen oder nicht oder auch gespeichert haben, ist das, müssen wir entsprechend wieder abführen an die Außenluft, ans Erdreich oder ans Grundwasser. Um das Ganze ein bisschen konkreter zu machen, Wärmezufuhr vermeiden, denke ich, ist noch das, was am einleuchtendsten ist. Sonnenschutzsysteme gibt es inzwischen auch sehr schöne, sehr gute, sehr kreative Lösungen von verschiedenen Architekten und Herstellern angeboten. Dargestellt, auch Begrünung ist ein sehr gutes Mittel, um Wärmezufuhr zu vermeiden. Insbesondere da die Begrünung je nach Wahl des Grüns im Winter nicht mehr da ist, wenn man die Wärmezufuhr dann wieder haben möchte. Hier ein Beispiel, was hat das für einen Effekt? Eine kleine Simulationsstudie, die durchgeführt wurde von verschiedenen Sonnenschutzsystemen. Für drei Sommertage hier dargestellt, die Kurven in grün dargestellt, die häufig gewählte Lösung eines innenliegenden Sonnenschutzes, weil er das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes nicht beeinträchtigt. Man sieht, dass der innenliegende Sonnenschutz hier sehr wenig Effekt hat, während ein außenliegender Sonnenschutz, der hier in gelb dargestellt ist, die Linie, doch diese Spitzen, die über den Tag kommen und auch über nachts deutlich reduziert. Ein weiterer Punkt, um den Wärmeeintrag zu regulieren, ist unser Fensterflächenanteil im Gebäude. Die vielen schönen, großflächig verglasten Bürogebäude sind sehr prima Solarkollektoren, um einen Sonneneintrag ins Gebäude zu maximieren. Hier ist es sinnvoller, den Fensterflächenanteil doch zu reduzieren. Auch hier ein paar Kurven, die das verdeutlichen, Temperaturunterschiede von 2-3 Grad alleine durch den Anteil des Fensterflächenanteils. Um
die Wärme zu speichern oder auch abzuführen, gibt es dann Konzepte wie hier den Erdreich-Wärmetauscher, der wo für die Belüftung des Gebäudes, für die Zuluft, wird Außenluft genommen, eingesaugt und dann in dem im Sommer doch kühleren Erdreich entlang geführt, wo sie sich dann abkühlen kann und dann als kühlere Zuluft ins Gebäude kommt. Das Gleiche kann man auch nutzen, um in umgekehrter Reihenfolge die Wärme, die man im Gebäude, die dort anfällt, die man durch die Lüftungsanlage absaugt, ins Erdreich einzubringen, dort zu speichern und dann im Winter auch wieder zur Verfügung zu stehen. Ein Beispiel für den Außenraum, jetzt für den Innenraum weniger geeignet, auch hier von meinem Stadtspaziergang in Tokio, den ich vor einigen Jahren gemacht hatte mit der Wärmebildkamera, ist die Verdunstungskühle. Da wird sehr viel experimentiert, insbesondere gerade in asiatischen Städten, über Sprühnebel. Man sieht hier doch einen sehr deutlichen Effekt in dem Bereich, wo der Sprühnebel vorhanden ist, eine sehr kühle Wirkung. Und daneben, wo der Sprühnebel nicht mehr hinkommt. Weitere Strategien, hier dargestellt aus einem, ich habe den Link hier mit angegeben, aus meiner Sicht sehr umfangreichen Werk aus Australien. Australien schon seit längerem gebeutelt, gerade von Phänomenen wie Urban Heat Island, also Überhitzung von Innenstädten, von Überhitzung von Waldbränden und so. Deshalb gibt es da sehr viel Literatur aus dem Bereich. Einmal oben links angefangen verschiedene Verschattungselemente, unten links auch hier Varianten von Sprühnebel mit Wasserflächen in der Stadt aufgeführt. Sprühnebel, Wasserflächen am effektivsten, wenn wir an einem trockenen, warmen Klima leben, in tropischen Bereichen dann weniger interessant. Oben rechts nochmal dargestellt Dachbegrünung, jede Form von Begrünung, Dachbegrünung, Fassadenbegrünung hilft dazu, die Oberflächen, die wir haben, die Oberflächentemperaturen zu verringern. Und wenn man es nicht grün mag, zumindest durch Anstriche oder entsprechende Materialien, die man unter dem Stichwort Cool Roof oder Cool Pavement, also auch für Gehwege findet, versucht zumindest den Solareintrag in die entsprechenden Oberflächen zu verringern und möglichst viel zu reflektieren, sodass die Oberflächen selber nicht warm werden und die Strahlung direkt wieder abgeht. Genau, aufgrund der Zeit, das ist übergehe ich da jetzt sehr schnell durch. Das Rathaus in Freiburg ist aus meiner Sicht ein Beispiel, was sehr viel richtig gemacht hat. Man sieht hier schon an dem Erscheinungsbild einen außenliegenden Sonnenschutz, der architektonisch mit ins Konzept integriert wurde mit entsprechend feststehenden Lamellen. Das Bild kann sich jeder in Ruhe angucken. Es sind sehr viele verschiedene Maßnahmen von außenliegenden Sonnenschutz, natürliche Fensterbeleuchtung, hoher Wärmeschutz der Gebäudehülle mit hin zu einer regenerativen Wärme- und Kälteversorgung, um das Gebäude im Sommer kühl zu halten. Und hier nochmal dargestellt, auch in den einzelnen Büros, eine Bauteilaktivierung, wo man versucht, die thermische Masse des Gebäudes zu aktivieren, dass man über den Tag in diesem Bürogebäude noch Wärme entsprechend speichern kann. Und jetzt nur ein Randthema, dann gleichzeitig die Sonnenschutzelemente nimmt, um mit diesen auch wieder Energie zu erzeugen, die an anderer Stelle genutzt werden kann. Genau, und zum Abschluss noch vier kleine Denkanstöße. Ich habe bisher sehr viel geredet über Behaglichkeit und Überhitzung. Bei allem ist wichtig, und das zeigt unsere Forschung sehr viel, dass der Nutzer das, was wir auch immer machen, akzeptieren muss. Das ist insbesondere beim Sonnenschutz hier links dargestellt ein sehr, sehr großes Problem, insbesondere mit vielen automatisierten Sonnenschutzsystemen, die automatisch nach intelligenten Algorithmen hoch und runter fahren, um den Solareintrag zu reduzieren, aber nicht darauf achten, was der Nutzer denn eigentlich möchte. Und hier links im Bild dargestellt, sieht man ein Beispiel, das ist jetzt nachgestellt. Ich kann es jetzt, muss es erwähnen, weil es das Architekturgebäude ist, vielleicht der eine oder andere wiedererkennt, nachgestellt, aber so auch in der Realität gefunden, dass hier Nutzer angefangen haben, mit Bindefäden den Sonnenschutz
entsprechend hochzubinden, dass der nicht mehr runterfährt und sie stört in ihrem Ausblick. Also völlig konterkariert, was der Planer mal sich gedacht hatte. Und man kann sich jetzt denken, da gibt es jetzt keinen Kühleffekt mehr durch den Sonnenschutz, weil er einfach nicht mehr runterfahren kann. Auf der rechten Seite auch ein Beispiel, wo die Technik nicht akzeptiert wurde. Ein sogenannter Drinking Bird, der aufgrund von thermodynamischen Prozessen, sobald er vor seiner Nase was hat, was ihn abkühlt, also Wasser hat, immer sich hin und her bewegt, weil eine Flüssigkeit immer hoch und runter steigt in seinem Hals. Der hat jetzt hier sehr viel Wasser vor sich, das heißt, er wird sich sehr, sehr lange hin und her bewegen. Und was man hier sieht im Hintergrund, dieser Vogel ist vor einem Bewegungsmelder gesetzt, der das Licht regelt im Haus, wo die Nutzer nicht zufrieden waren damit, dass das Licht hier automatisch ausschaltet, zum Beispiel. Also die Akzeptanz des Nutzers und seine eventuell doch ja, sehr konterkarierenden Verhaltensweisen könnten ein Konzept sehr schnell zerstören, beziehungsweise auch andere Beispiele, jetzt hier nicht gezeigt, auch zum Beispiel ein ästhetisches Konzept zerstören, wenn man sieht, wie Leute anfangen, Aluminiumfolie an die Fenster zu kleben, weil sie einfach sonst keine Möglichkeit haben, den Raum zu verschieben. Behaglichkeit und Gesundheit, ein Thema, was mich in den nächsten Jahren jetzt mehr befassen wird, aber ein Beispiel, was ich schon vorher hatte. Die Frage, müssen wir es immer behaglich haben, um auch gesund zu sein? Hier das Beispiel eines Autositzes, der Inbegriff der Behaglichkeit eines Autos. Man schaltet den Knopf ein und es wird schön mollig warm, auch im Winter. Hier nur zwei Titel eigentlich von Artikeln zu dem Thema. Einmal der Einfluss der Sitzheizung auf die Hodentemperatur des Mannes. Und der zweite Punkt, Einfluss der Hodentemperatur auf die Spermienqualität. Und man muss einfach sagen, das ist kein positiver Einfluss, den hohe Temperaturen auf die Spermienqualität haben. Sodass hier ein Beispiel ist dafür, dass Behaglichkeit nicht unbedingt immer was mit Gesundheit zu tun hat. Ich kann alle Herren in der Runde, die gerne ihren Autositz nutzen, bisher zumindest beruhigen. Alles, was ich gelesen habe, ist es ein sehr temporärer Effekt, der nicht zu einer langfristigen Verringerung der Bevölkerungszahl führen wird. Aber ein wichtiger Punkt, und es gibt andere Beispiele aus Japan, wo Kinder, die in sogenannten behaglichen Bereichen aufwachsen, ihre Schweißdrüsen nicht mehr entwickeln und Probleme bekommen im Sommer, sich im Außenraum aufzuhalten. Ein Gegenbeispiel dazu, eine holländische Studie, wo gezeigt wurde, dass wenn man Personen bewusst mit Kälte exponiert, also in Bereiche geht, die kälter sind als behaglich, dass zum Beispiel bei Diabetespatienten die Insulinempfindlichkeit steigt, was in dem Fall ein gutes Zeichen ist, also die Diabetes-Symptome verringert. Also auch hier ein Beispiel, dass man nicht immer den Behaglichkeitsbereich erfüllen sollte, sondern vielleicht auch überlegen, mal außen vor zu. Das zusammengefasst ist aus meiner Sicht so eine Erweiterung des Komfortbegriffes, dass man zwar schon, da hat der Hauptteil eigentlich des Vortrages drauf basiert und basiert auch viel der Normung drauf, dass man schon versuchen sollte, den Menschen zu entlasten. Also diese 40, 42 Grad, mit denen sollte man niemanden jetzt unbedingt länger exponieren. Aber gleichzeitig müssen wir es schaffen, mit unserer Architektur, mit unserer Technik auch den Menschen zu fördern, dass er sich adaptieren kann, dass er sich anpassen kann und auch, und das ist ein Thema, was mich in den letzten Jahren, eher im letzten Jahr, mehr beschäftigt hat, diesen Begriff Alliästhesie. Können alle gerne mal googeln im Nachgang, der so ein bisschen beschreibt die Freude, wenn wir aus einem unkomfortablen Bereich kommen und wieder in einen behaglichen Bereich reinkommen. Ist als Inbegriff der Behaglichkeit zu sehen, wenn wir Spaziergang hatten im kalten Bereich und dann wieder in die warme Stube sozusagen zurückkommen. Ein höheres Behaglichkeitsgefühl findet man in Fragebögen nicht. Wo sich, finde ich, auch aus architektonischer und städtebaulicher Sicht viele Fragen erstellen, wie können wir es schaffen, Gebäude und auch Außenbereiche so zu planen, dass wir bei den Leuten nicht nur schaffen, sie zu entlasten, sondern sogar Freude erreichen, wenn sie durch unsere Zonen kommen.
Und damit bin ich am Ende. Hier nochmal meine aktuellen Kontaktdaten, auch wenn im Nachgang nochmal Fragen aufkommen. Und jetzt bin ich gespannt, welche Fragen im Chatbereich warten. Super, danke Marcel. Ich würde mal sagen, wir schalten uns alle mal wieder an und klatschen mal für diesen wirklich hervorragenden Vortrag. Sehr beeindruckend, was ihr so gemacht oder was du gemacht hast und auch vieles aus deiner Forschung und auch interessante Sachen. Und das hat nicht nur mit dem Autositz zu tun, sondern auch mit den anderen Geschichten, die du jetzt präsentiert hast. Ich glaube, es gibt da doch einige Fragen, gerade auch was die Referatsthemen dann später anbelangt, die vielleicht Marcel uns beantworten kann. Mir sind schon ganz viele eingefallen, aber ich denke, ihr könnt, vielleicht fangt ihr nochmal an, die ersten Fragen zu stellen. Matthias hat schon eine aufgeschrieben, ansonsten könnt ihr euch nochmal eure Fragen überlegen und dann in den Chat schon reinschreiben. Ja, Matthias, dann würde ich doch fragen oder dich bitten, die erste Frage zu stellen. Bevor ich das tue, Peter, jetzt hast du angekündigt, dass wir uns alle einschalten, um zu klatschen. Und dann hast du aber vergessen, dass wir klatschen wollten. Deswegen herzlichen Dank für den Vortrag. Danke, danke. Ja, ich bin da immer etwas zu schnell manchmal. Vielleicht auch nicht koordiniert. Aber deswegen habe ich ja auch dich noch dabei hier. Okay, Matthias, erste Frage bitte. Genau, ja, ich fand es interessant, dass Sie dann eigentlich im Prinzip kurz nachdem ich die Frage reingeschrieben habe, eigentlich auf genau das eingegangen sind. Also die Frage, die ich im Chat geschrieben habe, war, wie wägt man das subjektive Wohlempfinden durch angenehme Temperatur gegen das subjektive Wohlempfinden zum Beispiel durch Sonne, Ausblick etc. ab? Also da ging es gerade um die Frage, je weniger Fensterfläche man hat, desto besser ist es letztlich thermisch. Insgesamt fand ich sehr interessant an dem Vortrag, dass ja immer so auf der einen Seite objektive Messwerte, auf der anderen Seite irgendwo auch subjektives Empfinden. Also immer zwischen beiden Schrank und beides ist sicherlich nicht das Gleiche. Und dann kam nämlich Ihr Beitrag mit dem Thema Passivhaus, wo ich mal irgendwann den Satz gelesen habe, wir machen beim Thema Passivhaus den gleichen